Hey Leute, heute mache ich mal das Unboxing von meiner neuen Cloud. Also für die, die nicht wissen, was eine Cloud ist, ist im Prinzip wie eine Festplatte, nur dass man auch vom Internet aus drauf zugreifen kann. So, und auch woanders speichern kann. Okay. Haben wir hier stehen. So sieht die Verpackung aus. Ich habe jetzt eine 3 TB-Version. Ja. So. Mal hin und schauen mal, was da drin ist. So. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier einmal die Festplatte oder die Cloud, wie auch immer man es nennen will, an sich. So, lassen wir mal da drinnen. Dann gibt es hier noch ein Netzteil, ein Stecker für Deutschland. War jetzt nicht geplant, den man hier drauf stecken kann. So. Und was haben wir hier noch? Einmal noch das Verbindungskabel für die Internetverbindung. Und zusätzlich eine kurze Installationsanleitung. Und hier noch. Was haben wir hier noch? Unwichtige, also nee, wichtige Informationen. Gut. So. Dann haben wir jetzt. Das sind die wichtigen 4 Sachen. Jetzt noch die Cloud selbst. Hat hinten einen USB 3.0 noch. An den kann man noch eine zweite Festplatte dran schließen. Ich weiß nicht, ob man von daraus auch auf den PC aus zugreifen kann. Wäre natürlich super Sache. Dann haben wir hier einmal den Verbindungsstecker fürs Internet. Und hier unten für das Netzteil, damit man die Festplatte anschließen kann. Hier gibt es ein. Naja, ist kein Knopf, sondern einfach nur ein Lämpchen, damit man sieht, ob die Festplatte angeschlossen ist oder nicht. Ja. So, das war's, was man jetzt so an der Festplatte sehen kann. Dann gibt es hier einmal eine Betriebsanleitung, wie man das schnell zusammenbaut. Dann, wie schon gesagt, den Stecker fürs Internet und ein Netzteil. USB 3.0 ist leider nicht dabei. Und was noch ganz cool ist, man kann von der Festplatte aus, wie ich ja schon gesagt habe, über das Internet auch drauf zugreifen. Und es gibt die sogenannte Western Digital My Cloud App. So, hier gehen wir mal drauf. Und wenn man dann seine Festplatte angeschlossen hat, kann man dann seine eigene Cloud mit dem Handy, geht mit Android, aber auch mit iOS, also mit Apple-Produkten kann man anschließen, natürlich auch mit jedem beliebigen anderen Computer. So, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ich habe es mir geholt, weil wenn ich unterwegs bin und viel zu filmen habe und man mu muss dann einfach keine externe Festplatte mehr mitnehmen. Also das ist eine ganz coole Sache. Ja, das war dann mein Unboxing zur Western Digital My Cloud. So.